dass das alles etwas ist, was nicht, ja, ich sag mal jetzt so in verschiedenen Dingen sich zusammengereimt werden kann, sondern dass man, was man dezidiert nachlesen kann. Dafür ist der hier abgebildete Cheftheoretiker und Chefdenker der Globalisierung, Thomas Bennett, zuständig, dankenswerterweise. Natürlich gibt es die Bücher nicht auf Deutsch, aber er hat auf in zwei großen Büchern deutlich zusammengefasst, wohin die Reise gehen soll beim Thema Globalisierung. Und er gilt als der Cheftheoretiker und Chefdenker der NWO und Globalisierungsphilosophie. Und das Endziel, was er beschreibt, ist, Zitat, die Gleichschaltung aller Länder der Erde, Zitat Ende. Das soll durch eine Vermischung der Rassen erreicht werden, mit dem Ziel einer, Zitat, hellbraunen Rasse, Zitat Ende, in Europa. Dazu soll Europa jährlich 1,5 Millionen Einwanderer aus der Dritten Welt aufnehmen. Das Ergebnis wäre laut Bennett eine Bevölkerung mit einem durchschnittlichen IQ von 90, zu dumm, um zu begreifen, aber intelligent genug, um zu arbeiten. Die europäischen Länder würden niemals mehr als Konkurrenten für eine Weltmachtstellung auftreten. Eine mehrtausendjährige Kultur würde Nochmal vernichtet. vernichtet. Nach dieser Logik der Globalisierung, diese Logik erfordert eine Globalisierung, die sowohl multikulturell als auch multirassisch sein muss. Er sagt dann auch an die Kritiker gewandt: Jawohl, ich nehme die vernunftwidrigen Argumente unserer Gegner zur Kenntnis, doch sollten sie Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, fordere ich: We shall kill them, wir töten sie.